Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Starfield. Ja, wir haben in der letzten Folge geschafft gehabt, das Schloss hier abzuschließen, sage ich jetzt mal. Und haben uns dadurch ein neues Schiff irgendwie ergaunert. Kann man auch sagen, oder? Haben wir ergaunert. Wo muss ich hin? Nach oben, okay. So. Endlich. Warum hat das so lange gedauert? Wird auch Zeit. Ich wollte schon runter und eure Leichen plündern. Nicht jetzt, Neva. Also, ihr habt was gefunden. Her damit. Ja, hier, Slate Game, hier, ist es wirklich so schwer, Dank zu sagen? Erst will ich bezahlt werden. Ach komm, hier. Das ist alles? Nur eine Slate? Bei so vielen Verlusten ist das besser, eine Karte mit einem großen roten X drauf. Die Toller gab's da Fehler. leider nicht. Mit Vermächtnis war nicht Kriegs Schatz gemeint, sondern ein Schiff. Die Legacy, also Vermächtnis. Ein Galbank-Transporter voller Credits. Ich habe noch nie von irgendeinem abgestürzten Galbank-Schiff gehört. Und selbst wenn es das Schiff gibt, wurde es sicher längst geplündert. Nein, Neva, denk nach. Wenn die Galbank das vertuscht hat und es mit der Zeit in Vergessenheit geraten ist, wusste keiner davon. Okay, das ändert die Sachlage. Nachdem wir jetzt wissen, worum es geht, müssen wir die Suche eingrenzen. Wir haben kaum Anhaltspunkte. Es gibt das Vermächtnis also wirklich, wirklich. Schade, dass Krieg sich so verdammt kryptisch ausgedrückt hat. Woher wissen wir, dass nicht schon jemand die Legacy gefunden hat? Weil dieser jemand sonst in so viel Geld schwimmen würde, dass er es nicht verheimlichen könnte. Das ist der Mega-Jackpot. Außerdem bräuchte man jemanden mit Shinyas Fähigkeiten, um das Crypto-Tracing sauber zu halten. Und die Erbsenzähler von der Galbank hätten sicher lieber den Verlust abgeschrieben, als die Bergungskosten zu bezahlen. Nein, die Legacy wartet irgendwo darauf, gefunden zu werden. Das spüre ich. Aber wir haben kaum Anhaltspunkte. Naja, nicht unbedingt. Fangen wir mal damit an, was wir wissen. Das Schiff war von der Galbank, also hat die Bank Akten darüber, wo es verschwunden ist. Neva, hattest du nicht an einem Deal mit Rokoff gearbeitet? Irgendeine Wohltätigkeitsgala auf einem Trident Starliner? Ernsthaft? Ich arbeite seit 3 Monaten an der Sache. Das ist mein Projekt. Meine Güte, kannst du mal das Projekt vergessen und dein Hirn einschalten? Auf dem Starliner gibt es eine Galbank VIP-Suite. Und das heißt, komm schon, ist nicht so schwer. Das heißt, dass ein Galbank-Manager an Bord ist. Wir schnappen uns seinen Zugangspass und sehen uns im Galbank-Archiv in New Atlantis um. Ach du Scheiße, das könnte echt klappen. Ich schreibe sofort Rockoff. Pack deine Koffer, Neuling, ab in den Urlaub. Und nimm die Waffe mit. Du hast sie dir verdient und sie könnte nützlich sein, wenn Rokoff es wie üblich verbockt. Was? Legendäre Waffe? Kehlhauler? Ich wollte schon immer mal eine Weltraumkreuzfahrt machen. Ich weiß nicht, ob ich die richtige Wahl für den Job bin. Ich mache jetzt also Botengänge für dich. Wer ist Rokoff? Was ist im Galbank-Archiv? Wer ist erstmal Rokoff? Rokoff ist, naja, er ist eben Rokoff. Eine echte Danke für die Info. Nervenjäger. War früher bei der Fleet, bis wir ihn rausgeworfen haben. Ach so, Er nutzt rausgeworfen kann jetzt man seine werden, okay. Langstreckenerfahrung als Captain auf einem Trident Starliner, wodurch wir einen Okay. Kontakt in der Firma haben. Er versucht seit Jahren wieder den Fuß bei uns in die Tür zu kriegen, aber ich bin noch nicht bereit, ihn reinzulassen. Vielleicht kannst du das nutzen. Und was ist im Nicht Geldbank-Archiv? das, was du denkst. Es ist eher ein Büro als ein Banktresor. Wenn du erst mal drin bist, kannst du auf einen Computer zugreifen und mehr über die Legacy herausfinden. Okay, ich wollte schon immer mal eine Weltraumkreuzfahrt Gut, machen. genau das machst du nämlich auch. Neva und ich sind zu bekannt, um einfach so auf dem Starliner herumzuspazieren. Wenn die Security von Trident uns sieht, ist es aus. Du musst auf das Schiff gehen, Kontakt mit Rokoff aufnehmen und mir den Zugangspass besorgen. Das kriege ich hin. Das will ich hoffen. Oh, bevor du gehst, wollte ich dir noch sagen, dass ich mir deine Worte über Mathis zu Herzen genommen habe. Er darf der Fleet beitreten. Ach, der war auch neu, oder wie? Ihr denkt, dass du richtig entschieden hast? Ich habe mich bei Mathis ge... Mathis ist mir egal. Mir geht es um die Credits.
Warum machst du Mephis Zukunft von meiner Meinung abhängig? Weil du den Job schließlich erledigt hast. Du bist meinen Befehlen gefolgt und hast deinen Hals riskiert, um diese Daten zum Schlüssel zu kriegen. Wahrscheinlich hast du Mephis durch das Schloss geschleift und ihn davon abgehalten, etwas Dummes zu tun. Mephis ist mir egal, mir geht's um die Credits. Soll mir recht sein. Okay, dann los. Dein nächster Halt ist Rokov Starliner, die Siren of the Stars. Und denk daran, Rokov muss nichts von Kriegs Vermächtnis erfahren. Das bleibt erstmal unter uns. Und jetzt los. Hey, Neuling. Ich muss noch kurz mit dir reden, bevor du gehst. Okay, komm ins Last Nova, wenn du mit Mathis fertig bist. Okay, sprich mit Mathis. Also mit Mathis muss ich jetzt reden. Okay. Müsstest du nicht für deinen Ausflug packen? Ich bin noch gerade. Egal. Ich will aber noch einige Sachen verkaufen, ja? Ich hab. Wo geht's raus? Sarah, kennst du den Ausgang? Ich lasse mir von Borg was mixen, was mich ausmacht. Ich glaube hier lang. In die untere Ebene. Ich will ja nochmal zu den Händlern. Ich will da noch ein paar Sachen verkaufen. The Last Nova, da haben wir es. Aber wo waren die Händler? Ah, hier haben wir die Klinik. Hier können wir auch bestimmt was verkaufen. Brauchst du medizinische Hilfe? Du bist zum ersten Mal auf der Krankenstation, oder? Dann habe ich einen Tipp. Nicht so viele Kneipenschlägereien, okay? Ich will meine schwindenden Vorräte für Piraten aufheben, die von Beutezügen kommen. Die einzigen medizinischen Vorräte, die ich je brauchen werde, sind die, die mich zudröhnen. Bist du eine echte Ärztin? War ich mal, aber nach einer Anklage wegen eines Kunstfehlers habe ich den Titel offiziell abgelegt. Aber keine Sorge, ich bin immer noch so gut, wenn nicht sogar besser als die Hälfte der Ärzte in der Klinik. Mach dir keine Sorgen um mich, ich bin praktisch gut. Das sagen sie alle, bis sie bei mir fast auf dem Boden verbluten. Ich sag dir was, brauchst du Medipacks, Arzneien, etwas zur Vorsorge, kriegst du bei mir. Jedenfalls solange noch was da ist. Brauchst du Aufputschmittel, legal oder illegal, hab ich auch. Du klingst wie eine gut ausgebildete Chem-Dealerin. Dealerin mit abgeschlossenem Medizinstudium. Bitteschön. Wenn du dann nichts mehr brauchst. Ich muss versuchen, ein paar Lieferschwierigkeiten zu lösen. So, vielleicht kann ich dir bei deinen Vorräten helfen. Dieses Angebot überrascht mich jetzt. Wenn du wirklich helfen willst. Ich suche eine Person, die in der Öffentlichkeit nicht auffällt. Eine Person, die einen Job erledigt und nicht gleich anfängt rumzuballern. Meiner Erfahrung nach kommt man mit Rumballern schneller zum Ergebnis. Ich habe nicht gesagt, dass ich das umsonst mache. Was mit dem medizinischen Material auf Ragana? Das wird nicht helfen. Das Schiff war voll mit Sachen wie Feldbetten, Grippeimpfungen und Vitaminpillen. Und ich kann Schusswunden schlecht mit Ashtar Jerky zustopfen. Ich habe nicht gesagt, dass ich das umsonst mache. Ich biete dir doch keinen Job ohne Bezahlung an. Das ist nicht mein erstes Rodeo. Ich habe gerne die Aiden in der Klinik höflich um ein paar Vorräte gebeten und mir wurde gesagt, dass die Preise gestiegen sind. Ich glaube, er ist wieder auf Aurora und knöpft mir deswegen mehr Geld ab. Und ich werde ganz sicher nicht seine Drogensucht mitfinanzieren. Du sollst dafür sorgen, dass er mir meine Waren liefert für den vereinbarten Preis, aber unauffällig. Wenn er nicht kooperiert, reagiert er hoffentlich auf Drohungen. Du kannst ihm drohen, so viel du willst. Aber wenn ihr anfangt, in der Klinik rumzuballern, hilft die Fleet dir nicht. Okay, ich werde auf dem Schlüssel, als Sunny zu arbeiten, hält einen ziemlich auf Trab. Gerdini nimmt Aurora, Gerdini hat Preiserhöhung begründet. Ich brauche medizinisches Material. Klar, was immer dich von meinem OP-Tisch fernhält. Ich will eigentlich eher was verkaufen, die hat aber nicht so viele Credits. Mal gucken, was kann ich hier andrehen? So. Sieht eigentlich ganz schick aus. Aber das brauche ich nicht. Gefängniskleidung habe ich auch zweimal. Das brauche ich nicht. Den brauche ich nicht. Das nicht. Der sieht auch cool aus. Den würde ich... Ja, egal. Komm, weg.
Der sieht cool aus. Aber komm, kann auch weg eigentlich. So, was kann ich hier noch andrehen? Die brauchen wir ja nicht. Die nicht. So. Ja, komm. Komm, Ressourcen können wir auch mal verkaufen. Die brauchen wir ja auch nicht. Beziehungsweise die nutzen wir aktuell nicht. Okay, dann kann ich hier bestimmt noch mehr verkaufen. Hier, der kann weg. Der kann weg. Hier haben wir nichts Neues. Kann ich hier nicht verkaufen? Alter, was? Fleet First. Ja, komm, die Rettungssack weg. Das kann weg. Haben wir noch irgendwas, was billig ist? Dass ich ihr verkaufen kann? Ne, ihr kann ich nichts mehr verkaufen. Stirbt da draußen nicht. Überlege ich mir. Frag immer nach einem größeren Anteil. Du willst doch. Wo war der Dude von der Handelsaufsicht? Docking Ports. Okay, hier kommen wir nicht durch. Ah, hier. Willst du was anfangen? Was darf es sein? Willst du etwas kaufen? Verkaufen? Die Handelsaufsicht ist nicht wählerisch. So, ich guck mal, was er anzubieten hat. Ein beeindruckendes Handelssystem. Sie konnten sogar einen Arzt in ihren Reihen legitimieren. Das Geschäft auf dem Schlüssel ist einzigartig und nur darum bin ich hier. Für Credits. Ja, wenn du nur hinter Credits her bist, passt du perfekt hier rein. Ich dachte, der Schlüssel wäre nur für die Crimson Fleet. Mit dieser Meinung stehst du nicht alleine da. Eigentlich sollte eine erfolgreiche Geschäftsbeziehung Leute zum Umdenken bringen, aber manchen werde ich immer fremd sein. Aber egal. Solange die Fleet Waren hat, um sie zu verscherbeln, wird man die Handelsaufsicht auf dem Schlüssel antreffen. Ja, reden wir über das Geschäft. Schön, dass du das sagst. Ja, das glaube ich. 12.000 hat er immerhin. So, ich möchte aber verkaufen. So, Waffen. Den behalte ich mal. Der kann weg. Der kann weg. Dann. Der kann weg. Der kann weg. Kommt, der kann auch weg. Hier, da habe ich sehr viele. So, der kann auch nochmal weg. Der hat jetzt nicht mehr genug Geld. Sonstiges, was habe ich hier? Eine Klemme, eine Rohrzange. So, sorry fürs Husten wieder mal. So, okay. Was hat er hier anzubieten? Digi-Dietriche, okay. Ne, der hat im Grunde nichts mehr, aber okay, komm. Die brauchen wir nicht. Die brauchen wir nicht. Okay, der hat nicht mehr genug. Wenn du etwas Wertvolles findest, bring es her. Naja, ich muss noch mehr Sachen verkaufen. Hat die noch Geld? Abzockversuche scheint. Wir können über alles. Ja, die hat auch wieder Geld. Perfekt. So, was verkaufen wir ihr? Das.
Das. Kriegen wir den noch vielleicht einen Legendär? So, Anzüge. So, Rucksäcke haben wir nichts. Kleidung passt. Notizen. Da haben wir nur Slates. Und diese Magazine. Den haben wir zweimal. Den haben wir... Ah ne, das ist der Wert. Ne, doch, den haben wir auch nur einmal. Aber die brauchen wir ja noch. Okay, das will ich erstmal so lassen. Bleib nicht so lange weg. So, jetzt will ich mir die Waffe ansehen, die wir da gesammelt haben. Killheuler. Ich würde die dann mal... Komm, die packen wir mal hier hin. Den Killheuler. So, den Fiscal Quarter packen wir dann hier hin. Den hier packen wir hier hin. Und den Drumbeat nach ganz oben. Auch wenn ich der Meinung bin, den Drumbeat nutzen wir am seltensten von allen. So, wir müssen da hinten noch mit jemandem reden. Mit Mattis und mit May, glaube ich, hieß die eine. Maver? Maven? Irgendwie so in der Richtung hieß die. Mit ihr müssen wir auch noch quatschen. So, das ist die Kneipe. Gemischte Gefühle wegen meinem letzten Job. Ich habe zwar so Piratenfreibeuter. Piratenfreibeuter. Crimson Fleet Pirat. Ich habe früher für einen Megacorp gearbeitet. Ganz so von allem. Vielleicht eine andere Zeit. Wir überleben noch. Was für Scheiße überleben. Jasmine Griffin. Pirat. Piratenbrigand. Street Captain. Behauptet, sein Schrott wäre kugeldicht. Gibt's ja auch noch. Jeder verdammte Pirat hier kommt zum Saufen. Hast du was? Wir können uns die kleinen Beutezüge in geliefert. Wir haben hier ah, nee, da haben wir sie. Klimpert ganz schön in deinen Taschen. Ich dachte, hier gäb's auch noch Leute zum Anwerben. Stadt kaufen wie Bayou. Aber bei mir gäb's überall Aurora. Die Haie trauen sich nicht, den Schlüssel zu erobern. Macht keinen Spaß, wenn die Leute bewaffnet. Ich finde schön, wie ihr da am Tanzen ist. Ich muss aber auch ehrlich sagen, hier tanzen die irgendwie besser und haben auch bessere Musik. Ich mag die Musik hier mehr als in der Astral Lounge. Hey, ich wollte dir nur noch mal danken, dass du mich nicht bei Delgado hingehängt hast. Und dass du meinen Einsatz erwähnt hast. Echt cool von dir. Wenn er herausgefunden hätte, was ich vorhatte. Naja, ich will gar nicht daran denken, was er dann gemacht hätte. Denk nur daran, dass du mir einen Gefallen schuldest. Denk dir nichts, alles okay. Ich mag dich immer noch nicht, Mattis. Willst du ihn immer noch umbringen? Ja? Denk nur daran, dass du mir einen Gefallen schuldest. Oh ja, klar. Egal, was du brauchst, machen sag so. Einfach Bescheid und ich bin da. Wehe, du hältst dein Versprechen nicht, Mathis. Und du, naja, pass auf dich auf. Der ist auf jeden Fall ein... Der ist auf jeden Fall ein Grünschnabel. Oh, echt? Das merkt man. Kuschelig. So sieht dann wohl die Definition von absolutem Chaos aus. So, wen haben wir hier? Gerade jemanden am Start. Patienten meine ich. Ich hab Rücken. Was? Er hat Rücken. Den habe ich auch, auf jeden Fall.
So. Irgendwann sind die ganzen besiedelten Systeme auf der Flucht. Da bist du ja. Okay, pass auf. Das ist ein Zeitdruck. Ich arbeite seit Monaten mit diesem Arschloch Rockhoff auf der Siren of the Stars an einem Ding. Und ich habe nicht vor, mir die Kohle durch die Lappen gehen zu lassen. Also bringst du den Job für mich zu Ende. Wäre ganz hilfreich, wenn ich wüsste, wovon du redest. Das will ich dir ja gerade sagen, also hör zu. Rockhoff hat mir gesteckt, dass auf der Siren of the Stars irgendeine dämliche Wohltätigkeitsgala stattfindet. Die verleihen da den sogenannten Erdenretterpreis, der zigtausende von Credits wert ist. Es ist also ganz einfach. Während du auf der Siren bist, um dir den Galbank-Zugangspass zu besorgen, schnappst du dir auch den Preis. Schummeln ist doof. Nee, du musst mir den Preis fair und ehrlich verdienen. Ich gehe nicht gern unnötige Risiken ein. Wieso ist so ein Preis so viel wert? Ich habe Bilder von dem Preis gesehen. Da sind 12 blaue Diamanten eingelassen und er ist mit Gold verziert. Wenn Jazz ihn für mich zerlegt, kann ich den Preis in einen Batzen Cash umwandeln. Und die Einzelteile lassen sich nicht nachverfolgen. Hat der Galbank-Manager, nachdem ich suche, irgendwas mit dem Preis zu tun? Nein, Dombrowski ist nur an Bord, um die Galbank-VIP-Suite zu nutzen und sich auf Kosten der Bank zu amüsieren. Er feiert sicher mit den anderen verwöhnten Schnöseln, aber ich kann dir garantieren, dass ihm völlig egal ist, worum es bei dem Event geht. Mir wäre es lieber, ich kann mich auf Kriegs Vermächtnis konzentrieren. Und mir wäre es lieber, ich hätte den Gegenwert dieses Preises auf meinem Konto. Also musst du da leider durch. Du kannst dir so viele Witze und Ausreden einfallen lassen, wie du willst, aber wenn du nicht mit dem ER-Preis zurückkommst, ziehe ich dir das vom Sold ab. Ich kriege mein Geld auf jeden Fall. Wie viel du bekommst, liegt allein an dir. Verstanden? Wenn du nicht mit leeren Händen reinspazieren willst, lässt sie uns kaum eine Wahl. Vielleicht verzichte ich eben auf etwas Sold und spare mir den Stress. Erwartet Rockhoff nicht auch einen Anteil? Rockhoff füttert mich nur mit Infos. Sobald ich ihn bitte, einen Finger zu rühren, erzählt er mir 5 rührende Geschichten, warum das nicht geht. Ich würde dir raten, ihn komplett außen vor zu lassen. Sonst kostet uns das beide ein paar Credits. Ja, ich beschreibe dir die Blöde zu fair. Dann ist das ja geklärt. Gut. Okay, Neuling, wir sind hier fertig. Ab auf die Siren mit dir, erledige den Job. Warum nennen mich immer alle Neuling? Weil du das bist. Du bist neu. Unerfahren. Frischfleisch. Unter der ganzen Unerfahrenheit hast du sicher auch einen echten Namen. Aber ganz ehrlich, interessiert keine Sau. Also gewöhn dich an das Wort. Bis du dir deine Sporen verdient hast, bist du für alle in der Fleet ein Neuling. Tschüss, Neuling. Ich muss einfach mehr trinken. So, das nehmen wir mit. Dann bin ich ein den nehmen wir auch mit. Ja, die ist echt ein Grünschnabel. Ja gut, dann wollen wir mal weiter. Wo kriegen wir eigentlich unser Geld jetzt her? Für die Aufträge? Ich würde es gern wissen. Also, genau so habe ich mir ein Piratennest immer vorgestellt. Ja, Pirat kann man sich irgendwie ja, schon... Auf Delgado. Außer du willst quer durch den Schlüssel gekielt werden. Naja, wir gehen. Naja, ich überleg's mir, ob wir uns denen anschließen oder hier, Dings, wie heißt das? Die alle nach und nach hier, wohl, wir wollen ja bei Sarah landen, also wir werden schon das Richtige machen. Wir wollen ja bei Sarah landen, also machen wir schon das Richtige. So, und abdocken. Das Schiff ist frei. Los geht's. So, da. Ich will hier Mission. Ah, wir müssen nach Max. Da müssen wir definitiv hin.
Früher oder später. Ich will wissen, was das für ein Planet ist. Ob ich da auch irgendwie... ja, irgendwie was aufbauen kann. Ah, hier, hier, hier. Okay, andocken. So. Nicht ein Kratzer. Ja. Sagen wir mal Bescheid. Stimmt, ich habe das voll vergessen, dass wir nach jedem Auftrag da einmal hin müssen. So, und hier nach oben. Sprich mit Commander Ikande. Genau, Ikande. So. Mir fehlt die Sonne von Jameson. Sobald ich mal frei habe, springe ich sofort dahin. Okay, mach doch. Angeblich lässt dich die Fleet Gespenstern nachjagen. Wenn eines gruseliger als ein Pirat ist. So. Du bist zurück? Und wie lief's? Ich habe die Crimson Fleet erfolgreich infiltriert. Dieser Plan wird funktionieren. Ich habe die Crimson Fleet erfolgreich infiltriert, aber mir kommen Zweifel. Ich bin durch mit dieser Charade. Ich will aussteigen. Ich dachte, ihr überwacht mich ununterbrochen. Warum bist du so überrascht, mich zu sehen? Ganz ehrlich, weil wir es noch nie so weit geschafft haben. Der letzte Agent, der die Fleet infiltrieren sollte, ist in der Leichenhalle in New Atlantis gelandet. Warum ist er da gelandet? Selbst mit unserer besten Spionageausrüstung können wir nur wenig von der Vigilance aus überwachen. Wir können lokale Gespräche abfangen und über Langstreckenscans sehen, wohin du fliegst. Warum? Aber wenn du auf dem Boden bist, bist du auf dich allein gestellt. Was war das gerade? Wenn wir zu nah rankommen, riskieren wir nicht nur einen Angriff, sondern gefährden auch deine Tarnung. Und dann könnten wir alle sterben. Und was war das gerade für eine Stimme? Warum hat er auf einmal eine andere Stimme gehabt? Ich habe die Crimson Fleet erfolgreich infiltriert. Dieser Plan wird funktionieren. Dann geht es voran. Perfekt. Gute Arbeit, Neuling. Ich wusste, dass wir Delgado überlisten können. Aber Neva, die ist clever. Sie zu täuschen ist nicht leicht. Hast du schon etwas Berichtenswertes entdeckt? Delgado sucht ein Galbank-Schiff namens Legacy, das mit einem Vermögen an Bord verschollen ist. Kann ich dir diese Information auch wirklich ungefährdet anvertrauen? Das möchte ich erstmal wissen. Warte, erstmal, woher wusstest du, dass ich Delgado täuschen kann? Laut unserer Informationen ist Delgado zwar ein charismatischer Anführer, hat aber nicht das beste Urteilsvermögen. Deswegen solltest du dich mit ihm gutstellen und dich von Neva fernhalten. Sie ist clever und hat bisher alles durchschaut, was wir versucht haben. Mhm. Kann ich dir diese Information auch wirklich ungefähr anvertrauen? Ich kann deine Sorge verstehen, dich aber auch beruhigen. Jedes Mitglied dieser Crew wurde sorgfältig von mir und Lieutenant Toft überprüft. Deine Informationen verlassen dieses Schiff erst, wenn sie vollständig verschlüsselt und kodiert wurden. Darauf hast du mein Wort. Okay, Delgado sucht ein Galbank-Schiff namens Legacy. Warum kommt mir das bekannt vor? Augenblick mal. Soll das etwa heißen, Delgado hat Kriegs Vermächtnis entdeckt? Moment, Commander. Hast du Kriegs Vermächtnis gesagt? Bitte sag mir, dass du das nicht ernsthaft glaubst. Es weiß doch jeder, dass das nur ein... keine Ahnung, ein Mythos ist. Ich habe einen Beleg, dass das Wort Vermächtnis mit Kriegs Namen verbunden ist. Das ist ein zu großer Zufall, um es als Mythos abzutun. Gut möglich, Sir. Wir haben in letzter Zeit einige entsprechende Nachrichten abgefangen. Wir waren davon ausgegangen, dass das ein Märchen ist, um Rekruten anzulocken. Märchen oder nicht, Delgado glaubt daran? Mann, ich bin das alles schon mit Delgado durchgegangen. Ah, Märchen oder nicht. Finden wir raus, ob Delgado Gespenster jagt oder er klüger ist, als wir annehmen. Mal sehen, was wir hier haben. Nö. Keine Einträge zu einem Galbank-Transporter namens Legacy in der Datenbank. Ich glaube, Delgado will dich manipulieren. Commander? Ich glaube, es gibt keine Einträge,
weil die Galbank etwas versteckt. Delgado ist kein Idiot. Wenn er seinen eigenen Hals riskiert hat, um an diese Infos zu kommen, dann weiß er etwas. Wir müssen das ernst nehmen. Wie geht das jetzt weiter? Ich soll auf einen Starliner gehen, um einen Zugangspass zum Galbank-Archiv zu stehlen. Woher wisst ihr, dass Delgado mit uns im Schloss war? Das ist einfach. Wir haben eure Schiffe beobachtet, als sie auf Suvorov gelandet sind. Als er zum Schlüssel zurückkehrte und du nicht sofort nachgekommen bist, naja, da dachten wir, unsere Operation wäre vorbei. Warum glaubst du, dass die Galbank etwas versteckt? Hast du eine Ahnung, wie blamabel es für die Galbank wäre, zuzugeben, dass sie einen Transporter verloren haben? Völlig egal, ob das Schiff vor 5 oder vor 500 Jahren verschwunden ist. Wenn rauskommt, dass eine Bank Geld verschlammt hat, ist ihr Ruf ruiniert. Ja, okay, das kann ich nachvollziehen. Clever, Delgado, sehr clever. Ich an deiner Stelle würde genau das Gleiche probieren. Wir müssen verhindern, dass Delgado die vielleicht größte Beute in die Finger bekommt, die die Crimson Fleet je gesehen hat. Vielleicht sollte ich nach New Atlantis fliegen und das Galbank Management befragen, Sir. Wir müssen die Initiative übernehmen. Nein. Wir lassen die Sache laufen und uns von unserem Agent weiter mit Informationen versorgen. Das genügt vorerst. Es wird nicht reichen, den Transporter zu lokalisieren. Jasper Criggs war clever. Und aus irgendeinem Grund ist er nie dort angekommen. Sollte ich die Sache nicht beenden, indem ich Delgado umbringe? Woher weißt du, dass Jasper Criggs die Legacy nie gefunden hat? Die Crimson Fleet wäre sonst ein vollkommen anderer Gegner. Und Criggs nicht vor Jahren verschwunden. Auch wenn dieser verdammte menschliche Computer Shinya Voss das Geld versteckt hätte, unsere forensischen Buchhalter hätten es gefunden. Nein, der Crimson Fleet geht es finanziell nicht gut. So viel Geld haben sie, naja, noch nie gesehen. Dann mache ich weiter wie geplant. Das ist absolut entscheidend. Wenn die Crimson Fleet einen Transporter voller Geld in die Hände kriegt, wäre das desaströs für die besiedelten Systeme. Du musst alles tun, um uns weitere Informationen zu beschaffen. Und bring um Himmels Willen auf diesem Starliner niemanden um. Wegtreten, beide. 10.800 kriegen wir. Oha, das sind 10k. Ich habe aber trotzdem das Gefühl, die werden herausfinden. Hier, dass ich wollte wir in der UC Navy unbedingt bei der SysDev dienen. Also die Crimson Fleet wird rausfinden, definitiv, dass wir hier undercover sind und die infiltriert haben. Weil wir einfach viel zu oft hierhin fliegen. So, direkt im Cockpit. Sein Sarah sagt jetzt wieder was, die hätte was für mich. So, abdocken. Und wir sind frei. Kann ich eigentlich die hier auch noch? So, wenn den hier? Chimera? Oder hier, Hoplit? So, wo muss ich eigentlich hin? Da unten. Da. Nach Arane. Okay. Fliegen wir los. Siren of the Stars. Stufe 1. Andocken. Und das ist ein Kreuzfahrtschiff? Also Sternenkreuzfahrtschiff? Perfekt. Kein einziger Kratzer im Lack.
sprich mit... Mit wem muss ich jetzt sprechen? Mikrosekundenregler. Nehmen wir mal mit. Immer noch verborgen. Der hat mich jetzt entdeckt, oder wie? Ich habe aber kein Kopfgeld bekommen, oder? Käse. Hier gibt's Käse. Wird doch Zeit, dass du auftauchst. Also gut, ich will wissen, was los ist. Ich versuche seit, mal überlegen, seit 3 Jahren Delgado auf mich aufmerksam zu machen und ernte nur totale Funkstille. Und als Neva und ich gerade ein großes Ding drehen wollen, befiehlt Delgado mir ganz plötzlich, dir zu helfen. Du sollst froh sein, dass Delgado dich überhaupt mitmachen lässt. Ja, ich kann mir vorstellen, dass du beunruhigt bist. Dass das beunruhigend ist. Warum befolgst du Delgados Befehle, wenn du gar nicht zu Crimson Peak gehörst? Boah, sorry fürs Husten. Ja, ich kann mir vorstellen, dass das beunruhigend ist. Ich fasse es nicht. Es ist tatsächlich mal jemand von der Fleet, meiner Meinung. Das ist ein Wunder, echt ein Wunder. Also, in Navas Nachricht hieß es, du bist wegen Dombrowski hier. Hat sie dich wirklich nur dafür geschickt? Oder sollst du vielleicht auch was stehlen? Das behalte ich lieber für mich. Schön, wie du willst. Du hast ja offenbar alles unter Kontrolle. Warum nimmst du überhaupt jemanden vom Galbank Management ins Visier? Das passt nicht ins übliche Beuteschema der Fleet. Delgado will Dombrowskis Galbank-Zugangspass. Ich vertraue dir noch nicht genug, um heikle Infos mit dir zu teilen. Was ist denn deiner Meinung nach das übliche Beuteschema? Ich vertraue dir noch nicht genug. Du bist erstmal vorsichtig, ja? Okay, ist ein gutes Recht. Aber eins muss klar sein. Wenn ich meinen Hals riskiere, indem ich dich an Dombrowski ranbringe, will ich dafür auch was haben. Sympathie hin oder her. Er ist der Captain der Siren. Seine Unterstützung ist also unbezahlbar. Vielleicht sollten wir ihn anhören. Du denkst offensichtlich an was Bestimmtes. Oho. Da kann wohl jemand Gedanken lesen. Du hast absolut recht. Ich will kein Geld. Ich will wieder in die Crimson Fleet. Ganz einfach. Wenn du mir hilfst, Dombrowski zu kriegen, bist du wieder in der Fleet. Ich kann das nicht entscheiden. Ich kann ein gutes Wort bei Delgado einlegen, aber die Entscheidung trifft immer noch er. Klingt ja sehr aussichtsreich. Aber ein besseres Angebot werde ich wohl nicht kriegen. Also, einverstanden. Dombrowski ist ein echter Fulltimer auf der Siren of the Stars. Er ist deutlich öfter auf Kreuzfahrt als im Büro. Zum Glück findet auf der Siren die Wohltätigkeitsgala der Gesellschaft zum Erhalt der Erde statt. Da will Larry natürlich mit seinem VIP-Status angeben. Um zu kriegen, was du willst, musst du auf die Gala gehen und mit den anderen Philanthropen reden, um etwas Nützliches herauszukriegen. Gott, ich jage lieber Varun-Fanatiker, als mit diesen hochnäsigen Betrügern zu kuscheln. Ich habe aber nichts dabei, um mich in Schale zu werfen. Du rührst also keinen Finger, während ich die ganze Arbeit mache. Das überspringe ich alles und rede einfach mit Dombrowski. Was ist ein Fulltimer? Kannst du mir was Näheres über die Gala sagen? Komm, erzähl mal. Die Gala ist eine totale Heuchelei. Ein Haufen reiche Schnösel schmeißt eine Party für sich selber. Die interessieren sich einen Scheiß für den Erhalt der Erde oder irgendeinen anderen wohltätigen Zweck.
Okay, und was dann Fulltimer? Jemand mit genügend Kohle, um sich für einen sechsstelligen Betrag eine Dauerkabine auf einem der edelsten Spaceliner von Trident zu leisten. Das ist quasi wie ein mobiles Luxusferienhaus. Ein Spielzeug für gelangweilte, reiche Leute. Ich habe aber nichts dabei, um mich in Schall zu werfen. Glück gehabt. Abendgarderobe ist nicht nötig. Ah, okay. Mit dieser Karte kommst du in den Sternensaal. Wenn du Hilfe brauchst, ich relaxe oben in einem Lounge-Bereich. Misch dich unter die Leute. Diesen Dombrowski kann keiner ausstehen. Also verraten sie dir sicher gerne seine schmutzigen Geheimnisse. Unter die Leute mischen ist nicht so meins. Solange es kostenlosen Alt gibt. Von was für schmutzigen Geheimnissen reden wir hier? Er ist ein echter VIP unter den Managern. Also hat er entweder richtig geschuftet und sich mit Blut, Schweiß und Tränen mühsam hochgearbeitet, oder er hat gelogen, betrogen, gedrängelt und andere geopfert, um die Karriereleiter aufzusteigen. Und was also, man so hört, war es exakt so. Also nicht die schmutzigen Geheimnisse, von denen ich hören will. Okay, schade. So, unter die Leute mischen ist nicht so meins. Dann musst du über deinen Schatten springen. Ach, eine Sache noch. Trident rüstet seine Starliner mit hochmodernen Systemen zur akustischen Gefahrenerkennung aus. Wenn du also die Geduld verlierst und alle an Bord tötest, wird die Security alarmiert und die Kacke ist am Dampfen. Aber damit solltest du für den Anfang genug wissen. Viel Glück. Warum kann ich Dombrowski nicht einfach umlegen und mir seinen Zugangspass nehmen? Ja, ach, und mach einen Bogen um die Kanapés bei der Gala. Die sind aufgetaut, nicht frisch. So, wo muss ich hin? Da. Gehe ich mal von aus? Warte mal, wieso bin ich jetzt eigentlich... Anzug und Siedlungen anzeigen? Verbergen. Okay, ich habe den... Okay, dann bin ich halt mit Anzug hier. Hat jetzt eher aber... Gast, richtig? Ja. An Bord. Psst. Hören Sie genau hin. Hören Sie den an. So, wo muss ich lang? Da lang? Ich glaube, ja, sieht so aus. Sternensaal. Okay. Da wären wir jetzt. Gehe ich mal davon aus. Hier ist Lederkleidung synthetisch. Achso, das Ding. Sarah? Da ist Sarah. Oh, das sieht aber lecker aus. Trauben? Das sieht auch... Ist er wirklich so schnell unterwegs, dass das alles mal am Zittern ist hier? Im Interesse der Sicherheit möchte ich Sie bitten, die Crewmitglieder und Sicherheitskräfte an Bord nicht zu behindern. Ja. Ich passe schon auf. Sauerstoff. Okay. Alter, wow. Bitte folgen Sie den geltenden Sicherheits- und Versammlungsvorgaben. Sieht schon cool aus hier. Alter, das finde ich auch geil. Hä? Warte mal, jetzt will ich auf der Map was gucken. Wo sind wir? Ach, wie cool. Wir sind an so einem Ring. Nice. Das finde ich cool. Boah, da will ich mal hinfliegen. Zu diesem, Gürtel, sage ich jetzt mal. Zu dem Ring. Saalpass stets parat zu haben, um in den Saal eingelassen zu werden. Bitte begeben Sie sich im Falle einer Abriegelung ruhig und geordnet in Ihre Kabine.
Da, also hier hoch darf ich, okay. Was führt sie her? Gast der Gesellschaft? Hast du die Cannabis probiert? Die sind einfach furchtbar. Gast der Gesellschaft? Da hat sich wahrlich selbst übertroffen. Pride and Security, okay. Ich habe diese Route schon mehrmals absolviert. Oh, Larry. Wir haben ihn gefunden. Du kommst mir nicht bekannt vor. Kennen wir uns? Nein, aber ich weiß, wer du bist. Nein, du bist nicht gerade die Sorte Mensch, mit der ich irgendwas zu tun haben möchte. Nein, aber ich weiß, wer du bist. Natürlich tust du das. Auf der Siren wissen alle, wer ich bin. Ich bin sicher, dass wir noch nicht Bekanntschaft geschlossen haben. Also will ich so nett sein und dich warnen, bevor du etwas Törichtes tust. Ich lege dir nahe, deine Worte mit Bedacht zu wählen, wenn du mich ansprichst. Sonst läufst du Gefahr, dass es deine letzten werden. Wir sind hier fertig. Guten Tag. Warte mal. Warum wird da was jetzt markiert? Ich habe ihn wenigstens gefunden. Bitte verlassen Sie nicht die Passagierbereiche. Wir wünschen eine sichere Reise. Hallo, wirklich edler Star. Warte mal, jetzt, ärztliche Anordnung? Ne, hier. Frage die Gäste der Gesellschaft zu Larry Dombrowski. Tja, nur das Beste für die Gesellschaft, was? Machen wir mal. Ich hoffe sehr, in Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Ja, er ist irgendein hohes Tier bei der Galbank. Es heißt, er habe jemanden ersetzt, der beim Kreditbetrug erwischt wurde. Hm? Weißt du noch irgendwas über ihn? Können wir bitte über was anderes reden? Nö. Außer dem, was ich dir schon gesagt habe? Nein. Ja. Was kannst du mir über die Gesetze... Nee. War das alles? Okay. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Dombrowski ist mit einer armen Seele verheiratet, die er ständig in New Atlantis zurücklässt, wenn er seine Geschäftsreisen macht. Haben wir darüber nicht schon geredet? Okay, der hat auch nichts Neues, okay. Es war mir eine Freude. Er lässt seine Frau im Stich. Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. Die Aussicht ist einfach... So, aber ich gehört, der bucht beinahe monatlich die Galbank VIP Suite auf der Siren of the Stars. Arbeitet der Mann auch mal? Ich wünsche noch viel Spaß. Ey, der hat mein Outfit. Was? Mein altes. Ich freue mich, Sie kennenzulernen. Okay, dann quatschen wir mit ihm. Was den für die Aussicht ist einfach spektakulär, nicht wahr? Larry bereichert eine Konversation gerne mit überaus komplizierten Worten. Sicher weiß er, dass das nervt. Aber er tut es trotzdem. Okay. Das war langweilig. Die Vorsitzende hat sich wahrlich selbst übertroffen. So, was hat die vielleicht was zu sagen? Sagen wir mal so. Er hat schon so viele Leute übers Ohr gehauen. Wenn er plötzlich aus dem Universum verschwände, würde ihn wohl niemand vermissen. Vergiss nicht, etwas zu spenden. Was soll ich denn spenden hier jetzt? Probiert? Hallo. Die sind einfach furchtbar. Er verbringt sehr viel Zeit mit Claudia Swist. Sehr viel Zeit, wenn du verstehst. Claudia Swist? Seine Frau weiß bestimmt nichts davon. Okay, Claudia Swist. Das war langweilig. Wer ist Claudia Swist? Wo finde ich sie? Ein wirklich edler Starliner. Nur das Beste für die Gesellschaft, was? Es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären. Aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. Okay, wow. Ich hoffe sehr, so. In Zukunft finden alle Events der Gesellschaft auf einem Starliner statt. Der Erdenretterpreis wird zum 9. Mal verliehen, aber die Verleihung findet zum 1. Mal auf einem Starliner statt. Ah, okay. Er verbringt viel Zeit mit Claudia Swist. Sehr viel Zeit, wenn du verstehst. Seine Frau weiß bestimmt nichts davon. Es war mir eine Freude. Okay.
So, jetzt will ich auch noch mehr über den Ehrenretterpreis. Benjamin Bayo aus Neon war damals der erste Preisträger, aber er ist vor ein paar Jahren aus der Gesellschaft ausgetreten. Okay. Er verbringt viel Zeit mit Claudia Swist. Ah, jetzt sagen die alle nur dasselbe. Ich wünsche noch viel Spaß. So, ach, es wäre schön, wenn die Drinks inklusive wären, aber bei Trident wird man eben ausgequetscht. So, die muss ich auch noch fragen. Vorsitzende hat sich letztes Jahr habe ich den Preis nicht bekommen, also habe ich dieses Jahr doppelt so viel gespendet. Vielleicht hilft das ja. Ah, okay. Vergiss nicht, etwas zu spenden. Also Erde retten, aber die Erde ist auch hinüber. Wofür der Erdenretterpreis, wenn das hier eh hinüber ist? Hä? Und? Was führt Sie hierher? Sheila Holbrook ist dieses Jahr Vorsitzende des Preiskomitees. Die passt auf diese alberne Trophäe auf wie auf ihr eigenes Kind. Okay. War das alles? Okay. Die Aussicht ist einfach spektakulär. Boah, die Aussicht finde ich wirklich mega. Vor allem, wenn man hier nach unten guckt. Das finde ich richtig mega. Da haben wir den Gasriesen wieder. Okay, Erfrierung haben wir jetzt schon. Achso, hier ist das Klo. Hier geht's nochmal raus. Okay, hier ist noch ein Klo. Sarah, hilfst du mir? Ich weiß nicht wohin. Ah, hier haben wir die gute Dame. Ist das wichtig? Ich habe keine Zeit für Belanglosigkeiten. Ja? Ich hoffe, es ist wichtig. Ich bin mit den Vorbereitungen für die Preisverleihung beschäftigt. Wann findet die Preisverleihung statt? In ein paar Tagen vermutlich. Ich will mit dem Transfer warten, bis wir sicher im Orbit unseres Zielorts sind. Wenn ich natürlich ständig unterbrochen werde, findet die Verleihung vielleicht gar nicht statt. Ist es nicht riskant, die Preisverleihung auf einem Starliner abzuhalten? Ganz und gar nicht. Mir wurde versichert, dass dieses spezielle Schiff mit der modernsten Sicherheitstechnologie ausgestattet ist. Ich bin absolut überzeugt, dass Trident Luxury Lines unsere Sicherheit garantiert. Okay. Ich habe gehört, dass du die Verantwortung für den Erdenretterpreis stimmt, hast. Stimmt, ja. Genau genommen war ich in den letzten 7 der 9 Jahre seines Bestehens mit seinem Transfer betraut. Warum fragst du? Ich wollte herausfinden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Der Preis ist wunderschön, ich würde ihn gerne sehen. Was meinst du mit dem Transfer? Nun ja, der Erdenretterpreis ist einzigartig. Allein die blauen Diamanten sind unersetzlich. Nachdem wir nicht jedes Jahr einen neuen Preis produzieren können, wird er von Gewinner zu Gewinner weitergegeben. Ich überwache den Transfer und sorge dafür, dass die Sicherheitsvorkehrungen beim Transport und am Zielort ausreichen. Ich wollte herausfinden, wer dieses Jahr gewonnen hat. Vergiss es. Das Fiasko vom letzten Jahr darf sich nicht wiederholen. Da wurde der Name vorzeitig geleakt und es gab eine Prügelei. Der Name des Gewinners ist im Preis selbst versiegelt, im Haupttresor im Büro der Pörserin. Wenn du mich jetzt bitte entschuldigst, ich habe Wichtigeres zu tun, als mit jemandem wie dir zu sprechen. Ah, okay. Wenn Sie einen bestimmten Wunsch haben, wenden Sie sich bitte an das Betreuung. Ja, ich gehe weiter mal hier, die Dinger hier befragen und so weiter, keine Ahnung. Durchsuchen, vielleicht finde ich noch mehr raus. Möglichst ohne Tote. So. Ich gehe erstmal. Ich dachte schon, da säß jemand. Muss ich vielleicht doch nach unten? Ist das hier ein Restaurant? Hä? Wo bin ich hier gelandet? Erfrierung geheilt, perfekt.
Okay, hier oben ist das Restaurant. Ich gehe mal davon aus, dass ich nach unten muss. Man könnte so viele sinnvolle, nützliche Dinge mit seinem Geld anstellen, statt es für prätentiösen Luxus zu verpulvern. Ja, dem stimme ich zu. Ah, schön, hier haben dass wir. Du an Bord bist. Willkommen im Büro der Pörserin. Ich bin die leitende Pörserin Murata. Was kann ich für dich tun? Ich würde mir gerne den... Nein, alles gut, danke. Werden meine Wertgegenstände hier im Tresor auch sicher? Oh, absolut. Der Tresor ist magnetisch versiegelt und durch mehrere Schichten voll schadensresistenter, vakuumsicherer Platten geschützt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Schiff geentert und der Alarm ausgelöst wird, wird der Safe permanent versiegelt, bis wir den Hafen erreichen. Für den noch unwahrscheinlicheren Fall, dass das Schiff zerstört wird, können deine Hinterbliebenen dein Hab und Gut aus dem Wrack bergen. Du kannst dir also vorstellen, dass dein Eigentum vollkommen sicher ist, bis du es wieder aus dem Tresor holst. Okay, was genau macht eine leitende Pörserin auf einem Starliner? Eine hervorragende Frage. Ich trage die Verantwortung für die gesamten Finanz-, Zoll- und Warentransfers der Siren. Mir macht die Arbeit wirklich Spaß. Ich treffe eine Menge Leute in jedem Hafen, anstatt ständig unter Deck festzusitzen. Nein, alles gut, danke. Naja, falls du es dir anders überlegst. Ich bin hier. Schöne Reise noch. Werden wir... Was genau macht eine Leitende? Hä? Oh, absolut. Der Tresor ist magnetisch versiegelt und durch mehrere Schichten voll schadensresistenter, vakuumsicherer Platten geschützt. Für den unwahrscheinlichen Fall, dass unser Schiff geentert und der Alarm ausgelöst wird, wird der Safe permanent für den noch unwahrscheinlichen... Du kannst dir also... Was hältst du von Captain Rockhoff? Sorry, Trident sieht es nicht gern, wenn wir über unsere persönlichen Gefühle gegenüber anderen Crewmitgliedern reden. Lass mich dein Gewissen mit ein paar Credits entlasten. Vergiss es, entschuldige, dass ich mich hinter... komm, machen wir das. Ich will meinen Job behalten. Warum sollte ich dir das sagen? Wir finden bestimmt... Ich gehe hier nicht weg, bevor du mir... Schade doch nicht, wenn du mir alles erzählst. Ich versuch das mal. Wenn das irgendjemand rausfinden würde. Es gibt doch keinen Grund für uns ein Problem zu haben, oder? Das führt doch zu nichts. Okay, ich hab's verkackt. Ich weiß dein Interesse zu schätzen. Aber ich darf keine persönlichen Informationen offenlegen. Das haben wir verkackt, okay. Vergiss es. Entschuldige, dass ich mich in deiner... Kein Problem. Kann ich dir heute sonst noch irgendwie helfen? Ja, ich möchte gern meine Sachen da eigentlich reintun. Erzähl deinen Freunden, wie sehr dir die Kreuzfahrt gefallen hat. Ich wollte da eigentlich meine Sachen reinpacken. Aber okay, das werden wir wahrscheinlich nicht mehr in dieser Folge schaffen. Daher vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus und ciao.